Der Heilige Geist uns alle führt, hat die Apostel eingesetzt. Die wachen stets, wie sich's gebühret, dass Gottes Haus sei unverletzt. Sie leiten Gottes Volk darinnen und zeigen an das ewig Licht, darin wir Bürgerrecht gewinnen durch Glauben, Lieb und Zuversicht. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir singen diese Kehrstrophe an jedem Apostelfest, so auch heute Abend. Es ist so etwas wie eine Zusammenfassung mit den Anklängen, die wir in der Regel an den Apostelfesten im Kapitel aus dem Epheserbrief hören. Es ist das Bekenntnis dazu, dass der Heilige Geist die Kirche leitet. Und immer da, wo wir von Apostolizität reden, wo wir von Amt reden, wo wir von Tradition sprechen, geht es genau darum, dass Gottes Geist die Kirche führt. Welch eine Verirrung in der Kirchengeschichte, da wir uns angewöhnt haben, den Geist auszuspielen gegen alles das, was er bewirkt. Amt, apostolische Tradition. Wir sind das so gewohnt. Der Geist ist sozusagen der Gegensatz dazu. Nein, er ist der Ursprung dessen. Und dazu gibt es Tradition, Apostolizität und Amt, damit Gottes Geist auch in der Kirche wirkt und bewahrt wird. So treffend hat das Benedikt XVI. Einmal zusammengefasst, wenn er sagt, die Tradition ist nicht die Weitergabe von Dingen oder Worten, keine Ansammlung toter Dinge. Die Tradition ist der lebendige Fluss, der uns mit den Ursprüngen verbindet. Der lebendige Fluss, in dem die Ursprünge stets gegenwärtig sind. Der große Fluss, der uns zum Hafen der Ewigkeit führt. Wo entspringt dieser Fluss? Wenn wir diese Frage stellen, werden wir direkt zum Evangelium des Tages geführt, das keineswegs immer so eindeutig ausgelegt worden ist, wie wir das heute gewohnt sind. Noch Augustinus schärft uns ein, wenn hier vom Felsen die Rede ist, ist allein von Christus die Rede. Christus ist der Fels, der angeschlagen wird, sodass das lebensspendende Wasser aus ihm hervorbricht. Und die Väter sagen es immer wieder, wie es der Evangelist Johannes berichtet. Christus ist dieser Fels, der bricht im Tod am Kreuz, damit aus ihm das Lebendige hervorbricht. Blut und Wasser, der Ursprung der Kirche, die Sakramente der Kirche, alles das, was wir Tradition nennen. Wenn wir von Tradition sprechen und nicht uns von diesem Fluss, der dort entspringt, mitreißen lassen, sind wir Museumswächter. Auch diese Gefahr besteht. Aber es besteht auch eine andere Gefahr. Wenn morgen tatsächlich im Parlament unseres Landes das geschieht, was offenbar beabsichtigt ist, dass es unter dem charmant klingenden Stichwort Ehe für alle einen Beschluss gibt, die Ehe, eine alte Institution für alle, öffnet, dann sollten wir als Kirche jetzt nicht so tun, als wäre das der Weltuntergang. Es ist zunächst einmal ein Versagen der Kirche und ein Versagen der Hirten der Kirche. Wo sind die Lehrschreiben? Wo sind die Hirtenbriefe, die uns erklären, was die Ehe ist, und zwar die christliche Ehe, nicht irgendeine beliebige Verbindung? Ich vermisse sie. Sie sind nicht zu finden. Wir können das nur verstehen, wenn wir uns hier in diesem Punkt zu Museumswächter machen, nicht uns einordnen in den großen Strom, der genau dort, wo er eben markiert wurde, entspringt, dann sind wir Museumswächter, Ladenhüter von irgendetwas. Das interessiert niemanden. Dann sind wir das, wofür die anderen uns halten. Und wir machen uns selber dazu. Wir können es nur verstehen von einer Anthropologie her, das heißt von der Lehre über den Menschen, aus der Heiligen Schrift, aus der Kraft dieses Felsens, aus dem all das entspringt, wovon wir überhaupt leben.
Aber wer erklärt es uns? Wer sagt es uns? Ist es nicht vielmehr so, dass wir den Eindruck gewinnen, die offiziellen Verlautbarungen sind eigentlich noch irgendwie, sagen wir, ein paar Meter vom Ufer dieses großen Stromes angesiedelt? Aber wir haben uns doch lange mit dem Wasser dieses Stromes unsere eigenen kleinen Tümpel angelegt oder unsere teuren Vorgartenteiche, an denen wir unsere eigenen Kulturen kultivieren und meinen, davon kann jemand leben. Stinkendes, faules Wasser ist das Ergebnis, nichts anderes. Belustigung unserer selbst, nichts anderes, aber nicht im Stehen der apostolischen Tradition. Wir sollten es aber nicht mit dem Beklagen aufhalten. Wenn wir heute die Apostel Petrus und Paulus feiern, rufen sie uns genau das ins Gedächtnis, wozu die Apostel da sind und bis heute lebendig sind. Sie rufen uns zunächst das Wort des Christusfelsens in Erinnerung. Die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. So schwach sie manchmal dasteht, so blöd sie sich manchmal anstellt, diese Kirche. Jetzt in das große Lamento verfallen, das ist zu spät. Das Kind wird entweder morgen oder spätestens im Herbst in den Brunnen fallen. Und niemand sollte sich jetzt lautstark beschweren. Lange Zeit haben wir durch unser Schweigen oder durch die Zustimmung hinter vorgehaltener Hand den Weg zu diesem Brunnen gezeigt. Wir sind nicht unschuldig. Aber es ist ein Weckruf für uns, uns neu einzuordnen in diesen Strom der Tradition. Und wir sollten auch nicht auf die Leimroute gehen, dass es dann wieder heißt, das ist ja typisch Kirche, die diskriminiert alle, die nicht genauso brav sind und wie sie sich das vorstellen. Hier geht es nicht um Diskriminierung. Ich könnte mich auch diskriminiert fühlen, weil ich kein Supersportler bin. Aber wahrscheinlich hat der liebe Gott das nicht so vorgesehen. Vielleicht ist es aber auch nur meine Faulheit. Ich könnte mich darüber beklagen. Ich könnte mich zum Opfer stilisieren, weil ich nicht im Fernsehen komme mit meinen sportlichen Leistungen. Das wird Gottlob nie geschehen. Aber es geht hier nicht um Diskriminierung, denn nicht alle Menschen sind in diesem Sinne gleich. Wir könnten die alten kirchlichen Dokumente herausgraben, die wirklich schon Jahrzehnte alt sind, die nicht verschwiegen wurden, dass es der Kirche nicht um Diskriminierung geht, etwa von Homosexualität. Aber das ist das eine. Das andere ist, die Offenbarung Gottes ernst zu nehmen. Das, wie Gott den Menschen denkt. Und das ist nicht irgendeine Meinung. Denn Christen sind der Überzeugung, dass es gar keine Menschen gibt ohne Gott. Dass es diese ganze Schöpfung nicht gibt ohne ihn. Er hat seinen Plan, seine Gedanken hineingelegt in jeden und jede von uns, in diese ganze Welt. Und diesen Plan jetzt einfach für ungültig zu erklären, ist eine Perversion. Und wir sehen schon am Horizont heraufziehen, wohin sie führt. Benedikt XVI. Hat da recht, wenn er angesichts dieser Ehe für alle von der Zerstörung der Menschheit spricht. Das ist nicht irgendein apokalyptisches Muster. Wir sehen schon, in manchen Ländern ist das möglich seit einigen Wochen. Man kann sich selber heiraten. Das ist doch großartig, oder? Das ist genau so, wir haben eben noch darüber gesprochen mit den Medizinexperten hier in unserer Mitte, genau wie es eine Krankheit gibt, Morbus Crohn, wenn der Darm sich selber verdaut. So ist genau das, die Selbstzerstörung des Menschen. Es ist aber nur die Spitze dessen, wie unsere gesamte Gesellschaftskonzeption ist, die wir liberalistisch nennen können. Das große Ego und die Erfüllung all seiner Wünsche und Sehnsüchte. Und am Schluss hat dann niemand anderer Platz, eben nur dieses eine Ego. Und da bleibt halt nichts anderes. Dann heirate ich mich selbst und bin mir treu. Viel Glück. Wir nehmen das vielleicht als, wenn man einen klaren Verstand hat, kann man wirklich nur darüber lachen. Aber es ist die Realität, die uns umgibt. Am Strom der Tradition zu stehen, nicht nur als Zuschauer, sondern sich mitnehmen zu lassen, heißt in der Kraft dessen zu leben, der diese Welt erschaffen hat, der die Kirche in seinem Sterben gebiert und sie in seiner Auferstehung mit seinem Geist beglückt,
sodass sie lebendig bleibt, sodass sie wiedererkennbar bleibt, bei allen Veränderungen, die es immer gibt, wiedererkennbar bleibt mit dem Glauben der Apostel, jener großen Säulen und Fürsten, wie die Kirche sagt, die wir heute feiern. Wir sollten uns ab und zu wirklich lebendig vorstellen, wenn während unserer Predigt, während unserer Liturgie, während unserer Sitzungen, während unserer Gespräche einer der Apostel erschiene. Würde er sofort erkennen, dass wir Christen sind?